Okay, da sind wir wieder bei Bioshock Infinite. Immer noch auf dem Luftschiff. Aber anscheinend schon mal hier auf der letzten Etage. Bin mal gespannt, ja, was uns da jetzt überall erwartet. Ob da jetzt tatsächlich Comstock irgendwie... Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Die hier? Okay. Ja, das ist nur die Armory. Ich bräuchte... aber Munition. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Ja, ja. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Einen Marienkäfer? Okay, ist egal in welche Richtung, anscheinend schon. Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Du, da sitzt keiner drin, Lissy. Okay, eine Rundfahrt. Yippie. Ich schätze, hier sind wir richtig. Hallo? Jemand da? Was? Das ist mein Turm. Hä? Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Mhm. Also hat man sie dann tatsächlich da irgendwie ausgesaugt. So, was haben wir hier? Hä? Word of the... Oh. Oh, Moment. Ja, die Zerstörung des Turms. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Finken? Das geht nur ihn... und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Aber nicht ohne mich hier. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Äste weg. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich. Los, frag den falschen Hirten. Sag's. Lasse los. Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. Au. Was das wert? Au! Hast du gekriegt, was du wolltest? Ugh. Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker. Ihr sperrt sie ihr Leben ein. Booker. Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Ja. War das nicht... Was war das nicht unser Plan? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh, doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Wir crashen das Luftschiff rein. Finde die Steuerung. Na super. Okay, ja. Moment, von da sind wir gekommen. Hier sollten wir lang. Oder? Oder sind wir von hier gekommen? Und sollten da lang? Ich glaube so rum. Ja. Also Comstock haben wir erledigt. Das war ja irgendwie einfach. Jetzt steht uns eigentlich nur noch Songbird irgendwie dann sehr wahrscheinlich im Weg. Den müssten wir ja dann eigentlich auch noch irgendwie davon überzeugen, dass wir Lissy mitnehmen. So, Elizabeth? Elizabeth! Ach, da bist du. Okay. Bleibst aber friedlich stehen, Junge, ne? Gut. Käfig. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Wir müssen uns bereit machen. Hast du das kommen sehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Wir müssen ihn ansingen. Elizabeth, hör auf! Es ist nur die Totenbucke! Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Los, los, los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Boxflotte einsetzen! Raketen! Achtung! Auf mehr Was? Du kannst jetzt Songbird befehlen, feindliche Bedrohungen anzugreifen, Ziele auf einen beliebigen Verkehr zu sehen? Und halte F gedrückt, um den Angriff zu starten. Grüße verursachen eine längere Abklingzeit. Okay. Booker, sag Songbird, wo er hin soll. Hol das Kampfschiff runter. Da drüben, die Box. Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Und was vor euch liegt, ist alles, was wir wissen. Kampfschiffe! Achtung! Der Transporter, Booker! Hä? Ich hab Munition! Songbird ist bereit! Transporter!
soll ich ihn hinschicken? Hier, Position! Ich bin mal gespannt, wie lange unsere Deckung hier hält. Ich kann Songbird rufen, Booker. Na, wieso bin ich denn jetzt hier? Wer schießt denn da immer noch? Shit. Thank you.
Ich habe keine Munition mehr. Alter Falter. Öffne ihn. Sag, wo er hin soll. Sorry, mehr habe ich nicht. Ich glaube, das ist nicht mehr. Songbird ist bereit. Wo schießt denn da noch einer? Das war doch gar nicht zu üben. Er neigt zu Übertreibungen. So. Okay. Am Bug? Wo ist denn jetzt hier vorne und hinten bei dem Schrott? Ah, da. Okay. Booker, komm her! Was? Was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock... Alles. Okay. Ja, wir befehlen Songbird noch nicht dahin, sondern wir machen dann gerade an der Stelle Schluss für diese Folge. Und ja, das große Finale hoffentlich gibt es dann in der nächsten. Bis dann.